Okay. Erstes Heimspiel in dieser Saison für den VfL Oldenburg. Hallo zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen TuS Metzingen am 11. September 28-21 gewinnt Oldenburg. Für Gästetrainer Alexander Job war es die erste Niederlage in der Bundesliga-Karriere. Deprimiert? Nee, deprimiert nicht, aber natürlich enttäuscht. Ich habe gehofft, wir könnten Oldenburg etwas länger Paroli bieten. Aber heute war der Gegner in Tempoorientierung, in Geschwindigkeit, in Zweikampfverhalten meiner Mannschaft deutlich überlegen. Und von daher Kompliment an Oldenburg für ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach, und auch für den verdienten Sieg. War das die Leistung heute, die Metzingen abgerufen hat, wie in den Spielen gegen Blomberg und Göppingen, die ja zu Hause gespielt wurden, beide gewonnen wurden? Na, ich denke, es ist immer schwer, Parallelen zu anderen Spielen. Oldenburg spielt einen ganz anderen Handball wie Göppingen. Auch Blomberg, denke ich, ist einfach von der individuellen Stärke nicht so gut besetzt wie Oldenburg. In den ersten Spielen und auch zu Hause haben wir mehr Aggressivität im Zweikampfverhalten. Wir haben unsere Zuschauer im Rücken. Da fällt es meinen Mädels etwas leichter, den Kampf anzunehmen und auch über 60 Minuten dem Gegner Paroli zu bieten. Heute haben wir die ersten 12, 13 Minuten noch gut ausgesehen und danach haben wir nicht mehr so gut ausgesehen, beziehungsweise Oldenburg ist stärker geworden und dadurch, wie gesagt, auch, denke ich, in der Höhe ein verdienter Sieg für Oldenburg. Dezsek, nach der Niederlage gegen Thüringen dürftest du erleichtert sein, ist dem so? Ja, ich bin immer erleichtert, wenn wir ein Spiel für uns entscheiden. Und wie gesagt, dieses Spiel war schneller abgehakt als alle anderen Spiele, meine ich natürlich gegen Thüringen, weil ich absolut der Meinung bin, obwohl heute wahrscheinlich eine Überraschung in Buxtehude, da habe ich gerade gehört, passiert ist und Buxte gewinnt gegen Thüringen angeblich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, dass die Mannschaften die ersten 6 Plätze erreichen, müssen sich 4-mal gegen Erfurt messen. Und wenn da eine oder andere Überraschung passiert, trotzdem ist das eine tolle Truppe. Insofern unsere Möglichkeiten, was ich oft gesagt habe, reichen momentan nicht, gegen Erfurt ein ausgeglichenes Spiel zu spielen. Für uns war heute sehr wichtig zu zeigen, dass wir in der Lage sind, länger als 20 Minuten gute Handball zu spielen. Weil wir waren schon mit bestimmten Vorwürfen konfrontiert. Wie ist das passiert, dass wir in Erfurt nur 15 oder 20 Minuten gespielt haben? Also ich bin absolut überzeugt und da kann ich noch bestätigen. Wir sind bereit, 60 Minuten zu kämpfen. Nicht gegen Erfurt, gegen andere Mannschaften natürlich auch. Ich habe sehr großen Respekt von Metzingen gehabt, weil diese Mannschaft hat 2 Spiele für sich entschieden gegen Mannschaften, die ich tatsächlich in erster 6 gesehen habe. Blomberg hat eine gute Truppe, die wir auch hier in Oldenburg vor kurzem gesehen haben. Göppingen mit sehr erfahrener Mannschaft und trotzdem beide Spiele gewinnt Metzingen für sich. Aber wir haben uns wirklich sehr fleißig für dieses Spiel vorbereitet. Alexander wahrscheinlich kann als Trainer bestätigen, dass wir relativ gut die Spielzüge gelesen haben, die unser Gegner spielt, die alle taktischen Maßnahmen. Natürlich ist es schwierig, eine Minevskaya, die sich fantastisch weiterentwickelt hat, in den Griff zu kriegen. Aber wenn nur eine Spielerin uns bestraft, ist nicht so schlimm. Ist viel, viel schlimmer, wenn von mehreren Seiten mehr Gefahr kommt. Das wieder versuchen wir als Gegner. Also ich denke, dass man sieht, dass Anna Lorpert zwar eine Individualistin ist, das heißt nicht Individualistin, die selbst oder egoistisch spielt, sondern eine Spielerin, die eine Klasse besitzt. Und natürlich muss man sie als Individuum sehen. Aber unser Spiel ist so aufgebaut, dass wir, glaube ich, von jeder Position sehr gefährlich sind. Und wenn der Gegner natürlich ein oder anderes Mal Positionangriff schlecht spielt, dann mögen wir natürlich sofort Gegenstoß zu spielen. Und das liegt uns, dieses Spiel, was ich oft gesagt habe. Heute hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Wechselgeschichte, weil die jungen Spielerinnen waren auf dem Spielfeld sofort aktiv, sofort haben sich gut präsentiert, ohne grobe Fehler. Die freuen sich, wenn sie spielen, wenn sie ihre ersten Tore in der Bundesliga machen. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Also ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Ich bin froh, dass wir eigentlich sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt haben. Aber gleichzeitig die Spielerinnen haben Spaß, weil das ist auch entscheidend, dass sie sich gut fühlen, wenn sie kämpfen, wenn sie gewinnen, wenn sie eine oder andere Aktion für sich entscheiden.
Was ist anders geworden nach dem 7-7? 15 Minuten waren da gespielt, dann glaube ich, hast du eine Auszeit genommen. Neskay hatte bis dahin 4 Tore gemacht. Was ist dann passiert? Was hat den Ausschlag dann gegeben, dass Oldenburg davonziehen konnte? Ja, ich glaube allgemein, wir haben gerechnet, dass natürlich mit jeder Gegner mussten wir eine Phase ausgeglichener Begegnung einfach führen. Und irgendwann unser Tempospiel muss sich durchsetzen. Wir haben kleine Korrekturen gemacht. Ich war der Meinung, dass Laura verteidigt zu passiv in dieser Phase oder zu defensiv gegen Minevskaya, wie wir gesehen haben, muss man bis 10 Meter sehr aktiv verteidigen. Das haben wir ein bisschen korrigiert. Dann hat unser Gegner begonnen, mit Übergängen zu spielen. Also wieder war Zeit, etwas zu korrigieren. Und ich glaube, das sind ganz normale Folgen und meine Aufgaben, die man natürlich als Trainer erfüllen muss. Aber gut war, dass wir wirklich heute keine Schwäche von irgendwelcher Position gezeigt haben. Das war noch keine überragende Handball natürlich. Wir haben noch viel zu tun und das ist gerade der Anfang. Und man sieht bestimmte Probleme, die wir noch durch Training, durch Arbeit natürlich hoffe ich verbessern können. Aber das geht in richtige Richtung, glaube ich. Wie geht es weiter bei Metzingen? Was ist in dieser Saison von der Mannschaft zu erwarten, die sich ja durchaus mit Qualität verstärkt hat? Auch eure Torhüterin macht einen ziemlich guten Eindruck, hat ja auch durchgespielt heute, wieder sehr starke Paraden gezeigt. Ihr habt Mineska, ihr habt Cassandra Engel, ihr habt gute Spielerinnen. Was ist von Metzingen im Bestfall zu erwarten? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Wir arbeiten Woche für Woche. Für mich ist es komplett Neuland gewesen, sowohl Bundesliga-Trainer zu sein, als auch im Frauenhandball tätig zu werden. Und es war in der Vorbereitung schon etwas schwierig, mich auf gewisse Dinge einzulassen und auch so ein bisschen meine Vorstellungen auch anzupassen. Ich denke, wir sind immer noch in einer Phase, wo wir herausfinden müssen, zu welchen Leistungen wir fähig sind. Ich denke, uns fehlt die Konstanz in den Leistungen. Auch heute mit dieser Angriffsleistung, wo alleine Mineskaya Torgefahr ausstrahlt, das ist insgesamt einfach zu wenig, um irgendwo höheren Ansprüchen zu genügen. Wir haben als Zielsetzung, frühzeitig den Klassenhalt hinzubekommen. Dafür müssen wir auch einiges tun. Auf der anderen Seite sind wir auch immer wieder für Überraschungen gut, denke ich, was man auch gegen Göppingen gesehen hat. Und wir haben eine junge Mannschaft, wir arbeiten sehr intensiv jeden Tag im Training, dass wir besser werden. Und ich bin dann selber hoffentlich positiv überrascht über den Saisonausgang und kann mit meiner Mannschaft frühzeitig den Klassenhalt sichern, dass wir einfach mehr Planungssicherheit haben, auch für nächstes Jahr. Prima. Dann haben wir alles gesagt, bis auf die nächsten VfL-Termine noch nicht. Sonntag das Auswärtsspiel in Koblenz und am nächsten Mittwoch dann gegen Buxtehude das Nordderby. Das war jetzt zweimal ausverkauft in den letzten beiden Jahren. Da freuen wir uns einfach unglaublich drauf. Das Spiel gegen Buxtehude ist immer ein Höhepunkt hier. Deswegen. Ich glaube, es wird auch ein interessantes Spiel. Beide Mannschaften spielen sehr attraktiven Handball meiner Meinung nach. Und wenn Buxtehude heute auch Thüringen schlägt, dann zeigt es einfach, dass sie auch eine sehr gute Form haben. Und da freue ich mich auch drauf, dieses Spiel dann auf Sportlounge zu sehen. Genau, prima. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gute Heimfahrt. Ihr habt einen weiten Weg. Ja. Erfolgreiche Saison. Wir sehen uns im Rückspiel, Leszek. Wir sehen uns Sonntag. Danke sehr.